Das war eine Veranstaltung, wo 300 Leute aus ganz Deutschland zusammengekommen sind, aus allen möglichen Initiativen und Verbänden, aus alternativer Wohnungswirtschaft. Und die haben miteinander in einem sehr intensiven Programm einen ganzen Tag lang Forderungen erarbeitet, die wir der Politik entgegenstellen wollen, die von der Bundesregierung kommt. Es war ein super intensiver Tag. Es hat, glaube ich, allen richtig viel Spaß gemacht. Und die Forderungen haben wir hier auf Schilder gepackt. Und ich werde einfach jetzt über den ganzen 2 Stunden hinweg immer wieder versuchen, diese Forderungen in die Diskussion zu bringen, zwischen die ganzen Redebeiträge, die aber jetzt losgehen. Ich möchte dazu fügen, dass diese Kundgebung unter ein ganz besonderer ein ganz besonderer Moment ist. Das ist die Zusammenkommen von Verbänden und Bündnis von Initiativen. Gestern und heute sind hier vertreten Leute aus Bochum, Dortmund, München, Jena, Konstanz, Hamburg, Leipzig, Potsdam und wahrscheinlich noch mehr. Und diese Bündnis arbeiten zusammen mit den Verbänden und das ist ein Premier für der Moment. Und wir wünschen uns damit, dass wir viel erreichen können. Hier steht menschenwürdige Unterbringung für alle und dazu noch gleichberechtigter Zugang zum Wohnungsmarkt, weil natürlich ist im Wohnungsmarkt Rassismus zu sehen und er wird nicht sanktioniert. Und das ist etwas, womit wir alle nicht leben können. Und natürlich auch deswegen wollen wir solche rechten Fahnen hier auf der Seite nicht haben. Wir sind eben für einen gleichberechtigten Zugang zum Wohnungsmarkt für alle. Diesmal geht es um den Bereich landeseigene Wohnungsbaugesellschaften oder eben öffentliche. Hier steht öffentliche Wohnungsunternehmen sozial ausrichten, was sie zurzeit immer noch nicht sind. Sie sind immer noch verpflichtet, wirtschaftlich zu agieren und Wohnungsunternehmen endlich rekommunalisieren. Leerstand zu Wohnraum. Ihr wisst ja, es gibt das Zwecksentfremdungsverbot, aber das ist so schwammig formuliert, dass es die Bezirke meistens nicht anwenden können. Das wäre eine Forderung, um es mal extremer zu machen. Dann hier, es gibt zwar einen Mietwucherparagrafen in Deutschland, aber er zieht überhaupt nicht. Hier steht drauf, Bußgeld für überhöhte Mieten. Das brauchen wir wirklich. Und hier ein anderer Bereich, da geht es jetzt um Kleingewerbe, soziales Mietrecht für Kleingewerbe einführen. Ganz wichtig, weil Gewerbetreibenden sind oft die Ersten, die verdrängt werden in den Kiezen. Hier steht Stadtentwicklung demokratisieren. So ist es. Die Nachbarschaften haben keinerlei Handhabe mehr, über ihre Städte überhaupt selbst zu entscheiden, weil eben die Bezirksämter und in den Landesverwaltungen alles quasi genehmigt werden muss, womit die Investoren auf die Verwaltung zukommt. Wir als Menschen in den Städten haben kaum was in der Hand, um die Stadtgestaltung überhaupt mit zu beeinflussen. So kann es nicht weitergehen. Und hier KDU Wohngeld erhöhen. Hier geht es um den Boden. Öffentlicher Boden nur für leistbares Wohnen. Dahinter steht, dass ja der Bund bisher immer noch Boden zu Höchstpreisen verkauft zum Beispiel und eben Konzepte mit alternativen Wohnformen und so weiter überhaupt gar keine Chance haben, Wohnraum überhaupt günstig anzubieten, weil eben schon für den Boden so viel Geld fällig wird und die Spekulation so hoch ist. Wir müssen was gegen die Spekulation tun, deswegen unser Motto, kein Boden der Spekulation. Und natürlich neuer kommunaler Wohnungsbau. Die Kommunen haben viel zu wenig Wohnungen gebaut in den letzten Jahrzehnten. Es wurde sogar radikal heruntergefahren. Ihr wisst ja, es werden ungefähr 27.000 Wohnungen, glaube ich, wurden deutschlandweit letztes Jahr hinzugebaut im sozialen Sektor, also Sozialwohnungen. Gleichzeitig sind aber über 70.000 Wohnungen aus den Bindungen gefallen. Es ist also ein Minus von knapp 50.000 Wohnungen, die wir jedes Jahr weniger haben an Sozialwohnungen. Völlig falsches Konzept, so geht's nicht weiter. Keine Eigenbedarfskündigung. Ganz wichtiges Thema, ihr wisst ja, die viele Häuser werden von Mietshäusern umgewandelt in Eigentumswohnungen und das ist oft der Anfang von Verdrängung und relativ bald kommen dann eben die Eigenbedarfskündigungen der Leute, die Eigentümer sind und so können wirklich mit den aberwitzigsten Begründungen inzwischen Menschen aus den Wohnungen geworfen werden. Ganz wichtige
und auch der Staat eben vor, also in weiter Voraussicht mit seinem Land plant und eben nicht mehr Liegenschaften verkauft, sondern, das ist auf dem nächsten Schild, Erbbaurechte statt Verkauf praktiziert. Das heißt, im Besitz des Bodens bleibt und eben zum Beispiel über Konzeptvergaben Wohnraum auf diesen Flächen ermöglicht, der nicht so teuer wäre. Eine der Forderungen vom alternativen Wohngipfel. Hier ist ein selbstorganisiertes Wohnen legalisieren. Es gibt ja gerade hier in Berlin und vielen anderen Städten auch Häuser, die sich aus Besetzungen zum Beispiel zusammengesetzt haben und heute immer noch selbstverwaltet arbeiten zum Teil, aber oft eben noch in illegalen Verhältnissen sind. Es gibt auch zum Beispiel Häuser, die eigentlich Leerstand hatten und den landeseigenen Wohnungsgesellschaften gehören. Für die alle brauchen wir endlich eine legalisierte Form der Selbstverwaltung. Kleingewerbe und soziale Infrastruktur in die Nachbarschaften. Das bedeutet vor allem, sie zu schützen, zum Beispiel mit den Mitteln des Milieuschutzes mal auszuweiten, auch auf Gewerbe, was im Moment nicht so der Fall ist, oder mit einem Anspruch auf Verlängerung der Mietverträge zum Beispiel. Es gibt noch mehrere andere solche Ideen. Und natürlich, eigentlich sollte man auch eine Quote festlegen für nahversorgendes Kleingewerbe in den Kiezen, in den Städten, weil so wie es im Moment läuft, wird einfach die Miete extrem hochgetragen. Hochgezogen in dem Kiez, aus dem ich komme, zum Teil um 400%. Wir hatten Preissteigerungen um 600%. Und das heißt, die Leute, die funktionierende Geschäfte auf der Straße anbieten, funktionierende Geschäftsmodelle, werden einfach verdrängt, weil die Fantasien der Immobilienbesitzer einfach sie dazu bringen, die Mieten in astronomische Mondpreise zu tragen. So kann es nicht weitergehen. Wir brauchen einen Schutz des Kleingewerbes. Share Deals abschaffen. Ganz wichtige Forderung. Ihr wisst, Share Deals sind inzwischen für 32% aller Immobiliendeals verantwortlich. Share Deals bedeutet, dass das Haus oder die Immobilie nicht richtig verkauft wird. Es gibt also keinen neuen Menschen oder neue Firma, die im Grundbuch eingetragen ist, sondern die Firma, der das Haus gehört, die wird einfach weiterverkauft. Das ermöglicht den Investoren, sich komplett um die Grunderwerbssteuer zu drücken. Zum Beispiel das Sony Center, was man hier hinten auch sieht, ist letztes Jahr verkauft worden für 1,3 Milliarden Mark. 1,3 Milliarden Euro, Entschuldigung. Und keinerlei Steuern sind dabei an das Land Berlin geflossen. Es sind also knapp 70 Millionen Euro nicht an uns gegangen. Deswegen ist es wichtig, Share Deals müssen abgeschafft werden, zumindest im Immobiliensektor. Der ermöglicht, dass Modernisierungen und energetische Modernisierung die ganzen Kosten, egal wie hoch sie sind, auf Mieter umgelegt werden kann. Ein Unding, muss gestrichen werden. Hier ist eine Forderung, die schließt sich auch an etwas an, wieder mit, geht eigentlich um Gewerbe, nämlich Mieterschutz für soziale Träger. Ihr wisst, dass viele soziale Träger große Flächen angemietet haben, die oft als als Gewerbefläche gemietet sind und die dann in ihren Flächen wiederum Wohnen anbieten. Sie fallen aber nicht unter das Wohnschutzgesetz sozusagen, also das Mietgesetz, sondern haben ganz normale Bedingungen wie Gewerbemieter. Das führt dazu, dass eben gerade die, die besonders schutzbedürftig sind, weil sie bei sozialen Trägern wohnen, oft überhaupt gar keinen Mietenschutz haben. Ein Umstand, der unbedingt geändert werden muss, deswegen soziale Träger, Mieterschutz für soziale Träger. Energetische Modernisierung müssen warmmietenneutral sein. Das bedeutet, wenn es schon ein Ökogesetz sein soll, was ja auch die Grünen mitgemacht haben und was leider uns beschert hat, dass die Mieten extrem erhöht werden können nach Modernisierung, dann muss es so sein, dass die Einsparung, die erzielt wird durch eben die energetische Sanierung, nicht die Miete erhöhen kann. Das heißt, was eingespart wird durch Energiekosten, kann von mir aus auch wieder auf die Miete drauf, dann ist es genauso wie vorher. Das wäre ein Programm, was Sinn macht, nicht so wie es im Moment ist. Keine Umwandlung von Mietwohnungen in Eigentum. In dem Gesetz, was die Umwandlung regelt, da ist ein riesiges Schlupfloch drin und das sagt, wenn die Eigentümer den Menschen, die in den Wohnungen wohnen, also den Mieterinnen,
diese Wohnung innerhalb der ersten 7 Jahre zum Kauf anbieten, dann dürfen Sie das ganze Haus von einem Mietshaus in Eigentumswohnungen umwandeln. Dieses Schlupfloch besagt, dass einfach jeder Häuser umwandeln kann, weil Sie sind noch nicht mal verpflichtet, es den Mietern anzubieten. Sie können einfach 7 Jahre warten und dann ist es okay. Dann ist es sozusagen das, was Sie verbrieft haben, einfach geregelt. Dieses Schlupfloch muss endlich geschlossen werden, deswegen diese Forderung.